die Darstellungsformen im R3 der Ebenen. Die Ebene, die man schon immer gekannt hat, ist diese XY-Ebene. Jetzt im dreidimensionalen Betrachten heißt, ich brauche die Z-Achse dazu. Und dann könnte ich schon meine Ebene in diesen dreidimensionalen Raum einskizzieren, nämlich der Boden. Jetzt könnte ich eine Gleichung, eine sogenannte parameterfreie Darstellung oder auch Koordinatendarstellung der Ebene genannt, angeben, nämlich z gleich 0. Damit ist die Situation beschrieben, das reicht, z 0. Jeder Punkt, der auf dieser Ebene, auf diesem Boden liegt, dessen z-Koordinate ist immer 0. Die zwei linear unabhängigen Richtungsvektoren, die wir benötigen, ich verweise gerne an der Stelle auf dieses externe Video zu den Ebenen in R3, die sind jetzt in dem Fall einfach die Standardbasisvektoren. Und jetzt benötigt man natürlich Gleichungen, andere Gleichungen, außer diese parameterfreie Darstellung z gleich 0, um Ebenen zu beschreiben. Da muss es ja mehr Möglichkeiten geben. Naja, die eine Möglichkeit besteht darin, dass ich zum einen einen Punkt benötige und zwei linear unabhängige Richtungsvektoren. Naja, dann kann ich eine Gleichung, eine sogenannte Parameterdarstellung der Ebene angeben, nämlich der Punkt, der Aufpunkt, den ich benötige, das ist einfach mein Ursprung. Der braucht drei Raumkoordinaten, also 0, 0, 0 in jeder Richtung. Dann liege ich genau im Zentrum von diesem Koordinatensystem. Plus zwei linear unabhängige Richtungsvektoren. Und da wähle ich zum einen diese Standardbasis in x und zum anderen die Standardbasis in y. Fertig. Das ist unsere Parameterdarstellung der Ebene. Und das ist die parameterfreie Darstellung der Ebene. Wohlgemerkt der x Y-Ebene. Jetzt schauen wir uns mal eine andere an. Ich fange mal anders als gerade eben mit der Skizze an, um die Anschauung zu sichern sozusagen. Ich habe hier meine Z-Achse, hier verläuft meine X-Achse und nach hinten meine Y-Achse. So, jetzt wähle ich mal den Aufpunkt für meine Ebene 2, 2, 3. Könnte jetzt Pi mal Daumen, also es geht nicht um Skalierung und Sauberkeit, es geht um Anschauung, deswegen halte ich hier auch keinen Maßstab ein. Ich bin hier beim Punkt mit den Koordinaten 2, 2, 3, das soll so sein, auch wenn es von den Maßstäben her nicht so ist. Das ist mein Aufpunkt. In der Skizze soll die Position meinen Aufpunkt entsprechen. Und von diesem Aufpunkt aus sollen zwei linear unabhängige Richtungsvektoren verlaufen. Naja, den einen, den wähle ich wieder ein A-faches der Standardbasisvektor in Y. Und den anderen, na, den muss ich dann ein wenig schräger einzeichnen, fällt mir gerade hier auf. Also die verläuft so, also ungefähr so, und meine x, okay, jetzt könnte es hinhauen von der Skizze. Also ich habe hier das a-fache meines Standardbasisvektors in y und das b-fache meines Standardbasisvektors in x. Folglich habe ich hier auf dieser Ebene hier oben, auf dieser Ebene, einen Aufpunkt, jawohl, 2, 2, 3 in den Koordinaten und zwei zueinander linear unabhängige Richtungsvektoren. Jawohl, einmal, zweimal. Folglich ist die obere Gleichung völlig beschrieben über die Parameterdarstellung Aufpunkt 2, 2, 3 plus ein A-faches von 0, 1, 0 plus ein B-faches von 1, 0, 0. Das ist die Parameterdarstellung dieser Ebene 2. Ne? Gut, was man hier sehen kann, das handelt sich um eine parallel zur XY-Ebene verschobene Ebene. Und zwar um die Einheit plus 3 in Z. Ne, dann habe ich schon die
parameterfreie Darstellung für diese Ebene, nämlich einfach nur simpel z ist 3. Ne? Kann das umdrehen, kommutativ, so schreibt man es immer mit der Variable nach vorne gesetzt. Spricht nichts dagegen, dass man so schreibt, aber das ist halt nicht, das unterstützt nicht die Gewohnheit, ist nicht üblich. Also z gleich 3 wäre diese parameterfreie Darstellung dieser oberen Ebene. Jetzt kann man sich vorstellen, dass das natürlich keine Grenzen hat. Ich habe es zwar eingezeichnet, aber wenn ich hier die komplette dreidimensionale Anschauung betrachte, geht es natürlich in den negativen Bereich auch. Also das erstreckt sich hier weiter, als ich es hier eingezeichnet habe. Und man kann sich vorstellen, in dieser Richtung, für die mein Standardbasisvektor in y verantwortlich ist, auch. Ne? Also könnte ich hier normalerweise die oberen Kanten auch brechen. Also die sind auch nicht begrenzt. Es geht nach oben weiter, das Ganze. Ne? Also, was wichtig ist, ist, dass ich, wenn ich eine Parameterdarstellung habe von meiner Ebene oder machen möchte, darstellen möchte, dann brauche ich einen Aufpunkt und zwei linear unabhängige Richtungsvektoren. Das haben wir ja hier so gehandhabt. Bezogen auf diese leichte Situation jetzt ist diese parameterfreie Darstellung, nämlich die Ebene 2 kann beschrieben werden über z gleich 3, in der parameterfreien Darstellung, ist leicht abzuleiten. Aber meine Ebenen können auch schräg im Raum liegen und dazu müssen wir uns in externen Videos etwas mehr Gedanken machen als hier. Hier ist es einfach, die parameterfreie Darstellung dieser Ebene 1 meinetwegen wäre ja einfach z gleich 0. Ne? Also das wären jetzt zwei Trivialbeispiele, aber das geht natürlich auch in schlimmere Richtungen, nämlich wenn das Ganze gekippt ist, die Ebene schräg im Raum steht und so weiter, dann können sich Ebenen auch schneiden. Dann kommen wir in den Bereich der linearen Gleichungssysteme. Aber von der Anschauung her sollte nun klar sein, dass ich praktisch diese Formen benötige und mehr nicht, um Ebenen im dreidimensionalen Raum beschreiben zu dürfen. Gut, dann beende ich an der Stelle dieses Video.